Bereits in den späten 70er Jahren hatte das deutsche Volk die Möglichkeit, die Unterhaltungsserie Dr. Muffels Telebrause abzuschalten. Damals hat nicht jeder diese Chance wahrgenommen. Jenen und auch den nachwachsenden Generationen bietet der Hessische Rundfunk nun Gelegenheit, das Versäumte nachzuholen. Also ich weiß nicht. Also das ist doch wohl das Letzte. Zu Beginn wie immer unsere kleine Aufgabe, diesmal aus dem Bereich der Wärmelehre. Wir haben hier einen Van Gogh, ein Original des berühmten Holländers. Und hier haben wir ein Bügeleisen. Nun nehmen wir den Van Gogh und Sie sollen erraten, wie lange es dauert, bis das Bügeleisen bei einer Temperatur von 50 Grad diese sehr pastose Farbschicht und Leinwand durchdrungen hat. Bitte teilen Sie uns Ihre Schätzung im Laufe der Sendung telefonisch mit. Demjenigen, dessen Schätzung am korrektesten ist, gehört dieses herrliche Original von Van Gogh. In Ihrer Ehe kriselt es also. Woran das liegt, wollen wir gemeinsam herauszufinden versuchen. Frau Höpfner, wo liegt Ihrer Meinung nach das Hauptproblem? Naja, also mein Mann, ja, der ist ja so wahnsinnig unpraktisch. Wissen Sie, immer muss ich alles hinter ihm herräumen. Er macht ja nichts. Na, Sie müssten bloß mal sein Zimmer sehen, wie das aussieht. Und dabei ist er auch noch so vergesslich und so unzuverlässig und überhaupt... Moment, Frau Höpfner. Ich meine, wir sollten zunächst Ihrem Gatten Gelegenheit geben, sich zu dem ersten Vorwurf der Unselbstständigkeit zu äußern. Herr Höpfner, wie sehen Sie das? Glauben Sie ihr kein Wort. Soll ich Ihnen sagen, woher unsere ganzen Eheprobleme rühren? Weil meine Frau ein frühkindliches Trauma nicht überwinden kann und in mir nichts als einen Vaterersatz sieht. Und da kann ich doch nichts dafür, oder? Ja, Exotik, Spannung, Abenteuer, das alles erwartet Sie auf keinen Fall in unserem kleinen Magazin, das einmal den großen Namen Syntax, Sensus und Symbiosen trug. Und indem ich heute aufgrund gewisser Weisungen neben meinem eigentlichen Thema der Bildung nun auch Unterhaltung und Show anzubieten habe. Und bitte, von mir aus. Ne? Emu, Emi, Ego, Lebensbund mit drei Buchstaben. Eta, Ego. Gott, noch mal Lebensbund mit drei Buchstaben. Hey, einzeln eintreten. Das ist hier ein Standesamt und kein Wartesaal. Also immer schön der Reihe nach. Hey, Moment mal. Sie da, kommen Sie mal her. Sie machen mir noch den intelligentesten Eindruck von dem Haufen. Sagen Sie mal, warum haben Sie sich denn mit Typen dieses Schlages eingelassen? Das ist doch kein Umgang für Sie. Ich spreche nicht als Vater zu Ihnen, sondern als Freund. Obwohl, ich könnte Ihr Vater sein, wenn mir damals Ihre Frau Mutter über den Weg gelaufen wäre. Ja, aber ich will doch heiraten. Herzlichen Glückwunsch! Sie sind im richtigen Alter. Intelligent, gut aussehend, gesund. Machen Sie mal, jawohl, alles in Ordnung. Hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Der Nächste, bitte. Einzeln eintreten. Wir wollen doch heiraten. Das ist noch lange kein Grund, hier rudelweise einzufallen. Ja, aber entschuldigen Sie, zum Heiraten gehören doch zwei. Ja, vollkommen richtig. Woher wissen Sie das? Eins, zwei. Sie, Frau Paula Moderson und du, mein Freund Becker, wollt also den heiligen Stand der Ehe einbrechen. Den Tritt der Ehe einmachen. Nein! Ruhe da hinten, oder ich lasse den Saal räumen. Kameraden, die Ehe ist einem Schiffbruch vergleichbar. Am Anfang scheint die Sonne, blauer Himmel und so weiter. Aber auf einmal türmen sich finstere Wolken am Himmel auf und Blitze zucken. Ach, seien Sie doch nicht so schreckhaft. Dann Elend, Chaos, Untergang, Verzweiflung, Kinder. Und da erst beweist Herr sich... Herr Standesbeamter... Ruhe beim Trauakt! Herr Standesbeamter, wir wollen doch heiraten. Was denn? Sie? Ja. Ja, und was machen Sie? Wir sind doch die Trauzeugen. Na, prächtig. Dann wäre ja alles perfekt für eine ausgesprochene Traumhochzeit. Wenn jetzt noch eine Braut da wäre... Ich bin doch die Braut.
Ein Blumenständer, der sprechen kann. Donnerwetter, da hätten Sie ja beinahe einen alten Fuchs wie mich übers Ohr gedengelt. Sind die Blumen für mich? Vielen Dank, sehr aufmerksam. Oh. Im Vertrauen, mein Lieber. Ihre Braut hat so was Feminines. Mögen Sie das? Naja, die Geschmäcker sind eben verschieden. Man ist da ja heutzutage auch liberaler. Also gut, bringen wir es hinter uns. Setzen! Meine Herren Geschworenen, sind Sie zu einem Urteil gekommen? Moment! Verraten Sie nichts! Lassen Sie mich raten! Aha! Gegenstimmen? Keine. Stimmenthaltung? Keine. Mein junger Freund, obwohl eine drückende Beweislast gegen Sie spricht, verdanken Sie Ihrem ausgezeichneten Rechtsanwalt, meiner Freundschaft zu Ihrem Herrn Vater und meiner grenzenlosen Korruptionsbereitschaft diesen Freispruch erster Klasse. Nutzen Sie die Freiheit gut. Nutzen Sie die... Ja, wie oft sollen wir Ihnen denn noch sagen, dass wir zum Heiraten hierher gekommen sind? Was denn? Sie auch? Will sonst noch jemand heiraten? Heiraten zum Ersten, zum Zweiten und... zum Dritten. Die Braut geht an Sie. Herzlichen Glückwunsch. Unverschämter. Also gut, meine Damen und Herren, liebe Passagiere, Sie wissen, dass das internationale Seerecht ausgerechnet mir, dem Kapitän dieses Dampfers, die Möglichkeit zuspricht, in besonderen Fällen im Namen der provisorischen Reichsregierung an Eidesstatt Geldgeschenke anzunehmen. Aber wir wollen jetzt endlich heiraten. Also gut. Liebes Brautpaar, ihr seid aus freien Stücken, ausgewiesen durch gültige Steckbriefe, vor mich hingetreten, um dazu beizutragen, dass die Segelohren und der Silberblick in Deutschland so bald nicht aussterben. Diese beiden Fotografien, liebe Studenten, Spektabilitäten und Magnifizenzen, dokumentieren in erschreckender Weise, wohin der erschreckende Trend zu vegetarischer Ernährung führen kann. Lebensbund mit drei Buchstaben. Uhi, Uhu, Uhi, Uhu. Meine Damen und Herren, der Schweizer Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi wäre heute 500 Jahre alt geworden, wenn er 1476 geboren worden wäre. Hören Sie nun aus diesem Anlass eine Würdigung des großen Reformerziehers durch den Pestalozzi-Forscher. Wie bitte? Jawohl, Philemon Schöpfli. Ich begrüße Sie, Herr Schöpfli. Forscher, haben Sie Forscher gesagt? Ja. Das höre ich gerne. Grüezi miteinander. Bitte, Herr Schöpfli, Sie haben das Wort, ja? Was, schon wieder? Ja. Ja, zu was? Pestalozzi, Herr Schöpfli. Ne? Ach, der? Ja, bitte. Ah, Ja, ich hab's. Was? Koedukation. Bitte? Koedukation, die hat er eingeführt an den Schulen, dass Lehrer und Schüler zusammen sind an den Schulen. Lehrer und Schüler? Ich dachte, Koedukation heißt, dass Jungen und Mädchen zusammen sind. Was, Buben und Mädchen? Ja. Was machen die? Die lernen doch zusammen, ne? Nein, nicht bei uns in der Schweiz. Das heißt bei uns nicht lernen. Ich meine, wir lernen es auch, aber wir nennen es nicht lernen. Und überhaupt nur nach der Hochzeit. Naja, schönen Dank, das genügt dann ja wohl. Pestalozzi-Forscher. Haben wir denn nicht was Erfreuliches im Programm? Fräulein, Sie sind doch hier als Ansagerin eingestellt. Können Sie nicht mal was ansagen? Irgendwas, vielleicht was Lustiges mal, nicht?